Moin Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Board Game Panther, der Brettspielkanal. Ich bin der Chris und heute gibt es wieder eine neue Gespielt-Folge. Ja, in diesen Folgen, falls ihr noch keine gesehen habt, stelle ich immer eine Reihe an Spielen vor, die ich in den letzten Wochen und Tagen gespielt habe. Ja, sag euch so ein bisschen, wie mir die Spiele gefallen haben und worum es in diesen Spielen geht. Und ich würde sagen, dann fangen wir direkt mal, ja, nach dem Intro an. Ja, ich habe wieder viel gespielt in den letzten Tagen und Wochen. Ich habe auch wieder versucht, eine bunte Mischung auf den Tisch zu bringen. Das heißt, ich versuche auch immer wieder ein paar alte Spiele auf den Tisch zu bringen und sie auch mit euch dann hier zu besprechen, falls ihr sie verpasst habt. Und natürlich versuche ich auch viele Neuheiten euch zu zeigen und die auch auszuprobieren. Ja, und es sind wieder 5 richtig, richtig coole Spiele zusammengekommen. Es ist kein schlechtes Spiel dabei. Eins, wo ich sage, okay, ja, das ist nicht so mein Fall, aber eigentlich ist es schon ganz gut. Da könnt ihr ja auch vielleicht gerne selber nochmal in den Comments schreiben und euer Urteil schreiben. Kommen wir dann aber noch zu, wenn ich bei dem Spiel bin. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem ersten Spiel an. Und dies ist ein Spiel, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich das sogar gespielt habe. Ich habe auch auf Instagram eine kleine Rezension dazu verfasst. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Mein Instagram-Kanal ist ja auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten sucht einfach nach @BoardGamePanther. Da findet ihr mich und da poste ich auch immer noch zu anderen Spielen regelmäßig was zu spielen und auch Stories und so weiter. Könnt ihr einmal reinschauen, falls es euch interessiert und ihr auch auf Instagram unterwegs seid. Ja, und zwar geht es um Vendetta. Vendetta ist ein Spiel vom Noctis Verlag, was mir netterweise vom Noctis Verlag zugeschickt wurde. Ist ein Spiel für 1 bis 5 Spieler ab 14 Jahren und soll 4 Stunden dauern. Und fangen wir direkt einfach mal mit der Spieldauer an, weil meiner Meinung nach ist die ein bisschen zu hoch gegriffen. Wir haben das Spiel knapp über 1 Stunde durchgespielt. Ich habe allerdings auch schon von anderen Leuten gehört, dass sie länger gebraucht haben. Ich glaube, da kommt es dann wirklich stark darauf an, was für eine Art Spieler ihr seid. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie ihr so eine Art Spiel spielt. Und zwar ist das eigentlich ein investigatives Spiel. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit den Hidden Games oder den Adventures. Adventure-Fällen, also ihr habt am Anfang eine Vielzahl von Informationen, die euch gegeben werden, irgendwelche Zettel, irgendwelche Fotos und so weiter und so fort. Und wir versuchen dann einen Fall zu lösen. Und normalerweise ist es ja so, dass man der Detective ist und irgendwie einen Mordfall aufklären muss oder irgendwie einen Brand oder was auch immer. Und hier ist es halt ein bisschen anders, was ich halt schon mal echt ganz cool finde und was ich positiv hervorheben muss. Wir sind hier kein Detective, sondern wir sind hier ein Mitarbeiter oder ein Leibeigener, sag ich mal, eines Paten. Und wir möchten hier in unserer Organisation eine Ratte finden. Denn es hat sich eine Ratte eingeschlichen und wir müssen jetzt versuchen, diese zu finden und zu identifizieren und dann auch entscheiden, was mit ihr geschieht. Und das ist erstmal ein sehr, sehr schönes Thema, finde ich. Ich mag diese Mafia-Themen. Ich bin großer Fan der Pate-Reihe. Ich bin großer Fan der Mafia-Computerspiele. Auch das der Pate-Brettspiel von Cosmos, das etwas ältere, finde ich einfach nach wie vor auch immer noch gut. Und wir sind hier sozusagen mal nicht als Detective unterwegs. In dem Spiel ist es so, dass wir verschiedene Orte dann noch besuchen können. Wir können unterschiedliche Aktionen machen. Also wir können uns unterschiedlich verhalten. Zum Beispiel man kann irgendwelchen Leuten nachrennen oder man rennt ihnen dann nicht nach. Und je nachdem, wofür man sich dann entscheidet, welche Entscheidung man trifft, kommt man dann auch anders weiter in der Geschichte und bekommt halt auch andere Informationen. Das finde ich auch irgendwie ganz nett gelöst, weil man tatsächlich hier Entscheidungen treffen muss. Und diese Entscheidung dann auch Auswirkungen auf die Geschichte haben und Auswirkungen darauf, wie ihr sozusagen das Spiel weiterspielt, welche Orte ihr danach besuchen könnt, welche Personen ihr dann trefft, welche Beweise ihr für verschiedene Personen habt, etc. pp. Das ist dann auch noch so ein bisschen, es hebt sich dann dadurch auch noch so ein bisschen ab von diesen anderen Fällen, bei denen man eigentlich nur Beweisketten zusammenstellen muss, um dann sozusagen den Gesamtzusammenhang zu verstehen. Hier ist es so, dass ihr halt auch noch so ein bisschen währenddessen eine Geschichte durchlauft,
die sich dann dementsprechend ein wenig verändert. Es kann auch sein, dass unsere Spielzeit so dermaßen kurz war, weil wir vielleicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen haben durch Zufall. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der absolute Supercrack in solchen Spielen bin. Aber wie gesagt, war dann doch kürzer als erwartet. Was ich auch super finde, man hat hier auch nicht von Anfang an alle Informationen zur Verfügung, sondern man macht auch nach und nach dann neue Umschläge auf, wo dann halt neue Informationen drin sind. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Ist natürlich eine Art Legacy-Spiel, also man kann es nur einmal spielen, wenn man die Geschichte kennt. Man kann natürlich sich auch überlegen, das nochmal zu spielen und zu gucken, was wäre denn passiert, wenn ich mich anders entschieden hätte in dem einen oder anderen Fall. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der da so nach hinterher ist. Ich gebe das dann halt gerne an Freunde dann weiter, wenn ich es empfehlen kann. Die können das dann nochmal spielen. Man macht hier auch nicht irgendwie großartig was kaputt, sondern man reißt halt diese Umschläge auf. Das kann man aber alles irgendwie wieder einigermaßen zurücksortieren. Daher kann man das auch ja anderen Leuten noch empfehlen und weitergeben. Das finde ich immer ja sehr, sehr wichtig. Genau, also ein schönes Spiel. Ach, vielleicht nochmal zu den Rätseln oder zu diesen Beweisketten, die man dort aufstellen muss. Insgesamt finde ich, ist das eine sehr, sehr gute Mischung. Auch man hat hier wieder Interaktionen mit dem Internet, ganz normal, wie man das aus anderen Spielen auch so kennt. Das heißt, man muss nicht nur rein die Zettel benutzen, die man irgendwie hier zur Verfügung hat auf dem Tisch, sondern man braucht halt irgendwie ein Smartphone oder ein Tablet oder ein PC oder so, um auch im World Wide Web irgendwie nach Informationen zu suchen und sich da seine Schlüsse zu ziehen und ja diese Beweisketten dann zu vervollständigen. Und es ist sehr, sehr unterschiedlich vom Schwierigkeitsgrad her. Das mag ich aber irgendwie ganz gern. Es gibt sehr, sehr einfache Sachen. Es gibt auch Sachen, bei denen man ja nochmal um die Ecke denken muss. Das finde ich sehr, sehr gut, weil es halt ja ermöglicht, das auch mit unterschiedlichen Gruppen zu spielen, halt auch mit viel Spielern, mit nicht so viel Spielern. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Insgesamt würde ich aber sagen, wie bei all diesen Spielen ist so, also ich würde es maximal zu viert spielen. Bei fünf Spielern ist die Downtime einfach zu groß, weil sich dann doch jeder irgendwie auch alle Beweise angucken möchte. Daher ja, würde ich sagen, am besten immer zu zweit solche Spiele und sonst halt auch zu dritt oder zu viert. Kann man mal machen. Das ist Vendetta. Schaut es euch mal an vom Noctis Verlag, wenn ihr noch eine Alternative wollt zu diesen Hidden Games und diesen ganzen Investigativfällen. Ist auf jeden Fall ein schönes Ding mit einem schönen Setting. Kann man nichts verkehrt machen. So, das zweite Spiel. Das zweite Spiel ist eine absolute Neuheit. Ich glaube, es ist eine Kickstarter-Kampagne, die vor kurzem geendet ist und bei der das Spiel ausgeliefert wurde. Ich habe die Kickstarter-Kampagne verpasst. Ich habe mir das Spiel aber in Dänemark bestellt, denn Cascadia gibt es bisher nur auf Englisch. Das ist ein Spiel von AEG und Flatout Games für 1-4 Spieler. Dauert ungefähr, was steht auf der Packung? 30 bis 45 Minuten. Ich würde sagen, 30 Minuten, je nachdem. Bei zwei Spielern sicher auch nicht mehr und nicht länger. Und ich hoffe, dass Pegasus-Spiele das irgendwie bringt. Die haben ja quasi bei AEG immer ihre Finger im Spiel. Und sicherlich, wenn es auf Deutsch kommt, wird es auch bestimmt auf der Empfehlungsliste für das Spiel des Jahres landen. Das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Denn es ist ein richtig, richtig cooles, tolles Familienspiel. Vielleicht für Spiel des Jahres auch ein Kennerspiel, also Familienspiel Plus, würde ich sagen. Bei dem man ja doch mehr taktische und strategische Tiefe hat, als man es im ersten Moment erwartet. Was machen wir bei Cascadia? Bei Cascadia versuchen wir in Form von Hexagonfeldern, Hexfeldern uns ein Gebiet zu erbauen oder anzulegen, nach und nach mit verschiedenen Habitaten, in denen dann Tiere leben können. Die Habitate sind ja halt, wie gesagt, diese Hexfelder. Da gibt es ja verschiedene Arten von Habitaten, Berge, Flüsse, Wiesen, Wälder und so weiter und so fort. Und so ein Habitatfeld, also so ein Hexfeld, hat immer entweder ein oder zwei Habitate, die da abgebildet sind. Und auf diesen Hexfeldern sind dann teilweise Symbole von Tieren zu finden. Das sind dann die Tiere, die auf diesen Hexfeldern leben können. Die Tiere gibt es dann in Form von so kleinen Holztokens oder auch von normalen Papptokens, je nachdem, was für eine Version ihr, glaube ich, habt.
Und dann ist es so, dass quasi man diese Tokens auf diese Hexfelder legt. Und ein Zug sieht eigentlich, ist eigentlich ganz simpel, es liegen immer eine Auslage, liegt immer ein Pärchen von einem Hexfeld und einem, einem Tierteil. Und wenn man dran ist, nimmt man sich einfach eins von diesen Paaren, man legt das Hexfeld bei sich an und versucht dann und kann das Tierteil dann auf irgendeinem von seinen Hexfeldern legen, auf dem das raufpasst. Und das macht man dann sozusagen so lange, bis keine Hexfelder mehr da sind, dann werden Punkte ausgezählt. Und es gibt halt Punkte einmal für die größten Habitate, die man hat. Also wenn ich jedes Habitat wird gezählt, wie groß das ist, eine zusammenhängende Fläche. Und dann bekomme ich für jedes Habitat, was ich habe, die Anzahl der Habitatsfelder in meinem größten Habitat als Punkte. Und nochmal ein Bonus, wenn ich der Spieler bin, der das größte Habitat dieses Typs gebaut hat. Und dann gibt es noch Punkte, je nachdem, wie man seine Tiere gelegt hat. Also es gibt 5 verschiedene Tiere. Es gibt Falken, Lachse, Bären, Elche und Füchse. Und die punkten dann immer auf unterschiedliche Art und Weisen. Also Füchse punkten immer, je nachdem, was angrenzend an sie liegt. Elche möchten immer in Gruppen zusammen sein, Bären auch, aber dann immer separiert voneinander. Die Lachse möchten immer in so einer Linie laufen und gucken dann, was angrenzend zu ihnen noch gelegt wurde. Und Falken möchten immer möglichst verteilt auftreten. Und da gibt es ja noch so ein paar kleine Variationskarten, die diese Punkteverteilung minimal verändern. Und dann versucht man das irgendwie möglichst schlau zu bauen, dass man immer auch sein Habitat vergrößert, aber gleichzeitig auch immer sein Tier so legt, dass man damit dann punktet. Und das finde ich immer, also da muss man halt schon auch Entscheidungen treffen, die das Spiel halt deswegen taktisch und strategisch einfach ein bisschen mehr, tiefer sein lassen. Also man kann, nehme ich jetzt zum Beispiel, ich kann so eine Kombination aus Hexfeld und Tier nehmen, bei dem ich zum Beispiel das Tier selber gar nicht legen kann, nur damit ich irgendwie meinem Gegner das Tier wegnehme. Ich könnte auch eine Kombination legen, bei dem mir das Hexfeld erstmal überhaupt nichts bringt, um mein Habitat zu vergrößern, aber ich brauche das Tier unbedingt, um noch irgendwie in der Tierwertung Punkte zu kriegen. Dann gibt es auch Kombinationen, bei denen mir dann beide Sachen irgendwie super gleich, super helfen, gleich viel helfen. Natürlich ist bei diesem Ganzen auch immer so ein bisschen Glück dabei, wenn man natürlich, die Auslage kann halt sehr, sehr glücklich, kann halt sehr, sehr unglücklich für einen sein. Und es gibt auch, es gibt zwar die Möglichkeit, die Tiere auszuwechseln. Es gibt noch so eine Tanzzapfenressource, die einem am Ende nochmal Siegpunkte bringt und mit der man halt zur gegebenen Zeit auch die Tiere auswechseln lassen kann. Aber insgesamt, es ist halt nur ein Familienspiel plus. Da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Wir sind hier nicht im Expertenspielbereich unterwegs. Und dennoch, finde ich das ein sehr, sehr cooles Spiel. Kann ich nur empfehlen. Es wirkte am Anfang so ein bisschen wie, weiß ich gar nicht, jemand hat mal gesagt, das ist so ein bisschen Kartograf, nur anders. Weiß ich gar nicht. Vielleicht liegt es daran, dass man hier so Habitate baut. Aber schönes Spiel auf jeden Fall. Guckt es euch an. Dann das dritte Spiel. Das dritte Spiel ist ein, fast schon, ist einfach ein richtig, richtig gutes Game. Und zwar ist das einmal Yukon Airways. Yukon Airways ist ein Pick-up-and-Deliver-Spiel, was ich mir während der Spiel digital damals gekauft habe, damals, 2020. Und ist ein Spiel für 1 bis 4 Spieler, dauert 60 bis 90 Minuten, ist ab 10 Jahre von Ludonova. Und wir sind hier, Inhaber einer Flugzeugfirma, die mit so kleinen Cessna-Maschinen Passagiere von A nach B bringt. Also wir haben immer so eine Startstadt, mit der wir starten, und von dort aus möchten wir mit unserem Flugzeug die möglichst richtig farbigen Passagiere, das sind so kleine farbige Würfel, zu bestimmten Orten bringen. Und wir möchten möglichst viel Geld damit verdienen, denn wer am Ende des Spiels am meisten Geld gesammelt hat, der hat gewonnen. Und das bekommen wir hin, indem wir unsere Passagiere möglichst weit wegfliegen, zu weit entfernten Orten. Das bringt viel Geld. Wir möchten möglichst viele verschiedene Orte bereist haben. Das bringt viel Geld. Und wir können noch viel Geld durch Verbesserungen in unserem Flugzeug sammeln. Und da ist erstmal wieder der erste,
das erste Highlight dieses Spieles ist ja zum einen das wunderschöne Artwork, seht ihr ja, ist auch wieder so eine richtig schöne Packung und ich finde auch, dass das Spielbrett sieht grandios aus, die Karten sehen toll aus, haben eine tolle Qualität. Und wir haben hier aber auch so coole Spielerboards, die ja wie so ein Cockpit von innen aussehen. Da haben wir so Anzeigen, die wir einstellen können mit so einem kleinen Zeiger. Wir haben so Kippschalter, die wir hin und her schieben können. Das ist richtig, richtig cool gemacht. Und damit zeigen wir dann an, wie viel Tank wir haben, also wie viel Treibstoff wir haben, um bestimmt weit fliegen zu können, welche Verbesserungen unser Flugzeug hat. Ja, wie viel Geld wir sozusagen am Ende noch kriegen, da zeigen wir noch an, welche Orte wir bisher bereist haben und so weiter und so fort. Ja, und dann geht es darum, am Anfang die richtigen Passagiere in sein Flugzeug zu laden und diese Passagiere dann ja, möglichst irgendwie irgendwo hinzufliegen, wo sie hinwollen, um dann das Geld dafür zu kassieren. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Einsteigerspiel, also so ein schönes Gateway-Game, was man jemandem zeigen kann und was man auf den Tisch bringen kann für jemanden, der nicht so super komplexe Spiele mag, aber vielleicht gerne doch irgendwie ein bisschen mehr spielen möchte als Mau Mau. Und ja, es ist einfach, sieht schön aus. Man kann jemandem zeigen, wie schön Spiele eigentlich aussehen können, was für schöne Mechanismen Spiele haben können. Also wir haben hier ja, kleines Handmanagement haben wir hier drin, weil man sich entscheiden muss, welche Karten benutzt man, um vielleicht Boni zu erlangen, welche Karten benutzt man, um irgendwo hinzufliegen. Dann haben wir hier ja so dieses typische, ich baue mir Technologien in Form von Flugzeugverbesserungen hier auf. Wir haben hier so einen schönen Würfel-Ziehmechanismus in Form von, welche Passagiere ziehe ich denn eigentlich, wenn ich die irgendwo hinfahren will, hinfliegen will. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Der Wiederspielwert ist bei dem Spiel allerdings bei mir so mittelmäßig. Also es kommt immer vielleicht irgendwie jedes halbe Jahr mal auf den Tisch, weil es dann doch immer wieder das Gleiche ist. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass es einfach, ja, halt dann, es ist halt sehr, sehr seicht. Also es ist ein leichtes Kennerspiel, Familienspiel Plus, würde ich sagen, bei dem wir ja im Grunde genommen dann immer das Gleiche machen. Deswegen ja, ist bei mir der Wiederspielwert so mittelmäßig, aber nichtsdestotrotz hole ich das immer mal wieder gerne aus dem Regal, wenn ich mit Leuten spiele und denen das ja mal zeigen möchte. Sehr, sehr schönes Ding, kostet auch echt wenig. Also ich habe es damals für ein Apple und ein Ei gekauft, neu, ich glaube 30 Euro für das, was da drin ist. Kann man nicht meckern, würde ich sagen. Ja, wenn man so ein super schönes Spiel und ein seichtes Spiel sucht, guckt es euch an. Genau, dann Spiel Nummer 4. Spiel Nummer 4, tja, da bin ich ja mal gespannt. Das ist nämlich das Spiel, wo ich euch gerne mal fragen möchte, wie findet ihr denn das und seht ihr das eigentlich genauso, nachdem ich jetzt gleich erklärt habe, wie mir das Spiel eigentlich gefällt. Es geht um Imperium Legends, beziehungsweise es gibt ja auch Imperium Classics, das gleiche Spiel, nur mit anderen Fraktionen. Ist, also Imperium hier Legends, ein Spiel für 1 bis 4 Spieler ab 14 Jahren von Osprey Games. Ja, wir haben es hier mit einem, wie soll ich das sagen, mit einem Deckbilder zu tun. Also jeder hat hier eine ja, asymmetrische Fraktion, Nation. Also man kann hier, weiß nicht, spielt man die Ägypter oder die Atlanta oder die Kin oder. Es gibt sehr, sehr viele von ja, den verschiedenen Fraktionen. Und dann ist es so, dass wir ein Deck haben. Und dann haben wir also sozusagen Startkarten. Wir haben dann noch so, je nachdem, was für Fraktionen wir spielen, haben wir unterschiedlich viele von irgendwelchen verdeckten Karten und noch so offene Karten und so weiter und so fort. Und dann geht es darum, dass wir unsere Nation nach und nach entwickeln und immer ja, tolle Technologien und so weiter kaufen, um damit Punkte zu erlangen. Ja, und das machen wir in Form vom Deckbuilding. Also es ist so, wenn man dran ist, kann man, ja, hat man 3 Aktionen im Grunde genommen, 3 Hauptaktionen und 5 Exhaust-Aktionen, also um ja, Sachen zu aktivieren, die man sozusagen einmal pro Runde aktivieren kann. Und mit diesen Aktionen kann ich zum Beispiel eine Karte ausspielen in meiner Auslage. Es gibt Karten, die da immer drin bleiben. Das sind so Länder,
meistens. Oder es gibt auch Karten, die man sozusagen ausspielt, um irgendeinen Effekt zu starten, zu aktivieren. Das kann dann zum Beispiel sein, dass man sich Karten aus der Auslage kaufen kann. Da gibt es dann auch unterschiedliche Arten von Karten. Es gibt so Länder, es gibt so Civilized-Karten, Uncivilized-Karten. Es gibt so Ruhmkarten, die einem irgendwie eine bestimmte Anzahl von Siegpunkten bringen. Ja, und dann hat das so die verschiedensten Mechanismen mit. Ich kann irgendwelche Sachen in meine History packen, die dann irgendwie nicht mehr in meinem Deck vorkommen, damit ich sie nicht immer nachziehe, aber die zählen dann irgendwie zu der Punktewertung noch. Es gibt so komische Zerstörungskarten, die einem dann Minuspunkte bringen. Und wenn die dann alle aufgezogen worden sind, dann ist das Spiel auch irgendwie instant vorbei. Und dann gibt es noch verschiedene Spielendbedingungen und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr undurchsichtig und sehr schwierig auch irgendwie zu erklären. Es ist aber halt einfach ein Deckbilder, der so ein bisschen solitärisch daherkommt. Also jeder spielt so ein bisschen für sich. Es ist so, also wenn man dran ist, dann, ja, ich spiele die Karte aus, ich spiele die Karte aus und spiele die Karte aus. Und die Karte bringt mir, dass ich eine Sache kaufen kann und dann entwickle ich meine Nation noch hier und da. So, und dann ist der Nächste dran. Und der macht das auch irgendwie. Und dann ist der Nächste dran, der macht das auch irgendwie. Und eigentlich interessiert mich überhaupt nicht, was die anderen Spieler machen. Es ist so, ja, aha, du machst das, aha. Weil man eigentlich nur auf seine Nation guckt. Und dieses Spiel soll halt auch super, super solo funktionieren. Ich bin aber kein Solo-Spieler und deswegen spiele ich es auch nicht solo. Ich habe es halt immer zu zweit bisher gespielt. Ja, zu zweit und zu dritt. Und ich hatte immer so den Eindruck, ich habe keine Ahnung, was du da machst. Ich habe keine Ahnung, was dein Volk da macht. Es ist mir auch egal. Ich spiele ja mein Volk und ich möchte mein Volk möglichst schnell und gut entwickeln. Und das Einzige, was mich irgendwie ein bisschen interessiert ist, möchte jemand das Spielende irgendwie speziell durch irgendwas hervorrufen und ich muss dann halt einschätzen, okay, bin ich weit vorne oder bin ich weit hinten, möchte ich das jetzt noch weiter rauszögern oder möchte ich das Spielende auch irgendwie schnell aktivieren. Und das kann ich aber gar nicht, weil ich erstmal nicht weiß, wie viele Punkte haben meine Gegner. Ich weiß einigermaßen vielleicht ungefähr, wie es bei den Gegnern läuft, indem ich irgendwie sehe, wie viele Karten sie kaufen, wie schnell sie irgendwie ihre Nation entwickeln, wie schnell ich das irgendwie alles mache. Das Einzige, was ich irgendwie sehen kann, ist, okay, es gibt halt diese schlechte Karte. Und wenn die alle weg sind, ist das Spiel sofort vorbei. Und da muss ich halt aufpassen, dass ich von diesen schlechten Karten halt nicht so viele auf der Hand habe, weil sonst habe ich halt verloren. So, aber ich kann irgendwie super schlecht einschätzen, ob ich das Spiel hinauszögern möchte, ob ich das irgendwie sofort beenden möchte, weil ich halt absolut überhaupt gar keinen Vergleich habe zu dem, wie es bei mir läuft, wie läuft es bei den anderen etc. So, das finde ich halt, das stört mich irgendwie so ein bisschen. Ich habe auch, es ist so ein bisschen für mich so das schlechtere Dominion, weil es viel zu kompliziert ist. Es gibt, also ne, bei Dominion ist es ja auch so, ich bin dran und dann mache ich meinen Zug und kaufe mir Sachen und hier und da und das geht alles super schnell und der Gegner kann meist gar nicht folgen, außer es betrifft ihn irgendeine Karte und dann ist der nächste am Zug. Und da kann ich aber wenigstens ungefähr einschätzen, wie gut die anderen sind, weil ich sehe halt, okay, der hat sich wieder so und so viel Gold gekauft, der hat sich so und so viel Siegpunkte gekauft, sein Deck ist so und so groß und so weiter und so fort. Da kann ich es einigermaßen einschätzen, ob ich vorne bin, ob ich hinten bin. Das kann ich bei diesem Spiel überhaupt nicht. Und das ist auch das, was mich an diesem Spiel eigentlich am meisten nervt oder am meisten stört. Es ist super kompliziert zu verfolgen, was die anderen machen, was die anderen können. Die Karten haben super kleine Texte, die man überhaupt nicht erkennt, wenn man irgendwo ein bisschen weiter weg sitzt. Deswegen gefällt mir das Spiel tatsächlich nicht so gut. Obwohl ich eigentlich die Idee ziemlich cool finde mit diesen asymmetrischen Nationen, die sich alle unterschiedlich spielen. Also die Atlanta zum Beispiel, es gibt immer so zwei Phasen. Man kann entweder Barbaren sein oder schon im Empire-Status und die Atlanta sind halt irgendwie direkt Empire und haben dadurch dann irgendwelche Vorteile, aber natürlich auch irgendwelche Nachteile. Und die anderen Nationen, die müssen sich immer erst von den Barbaren auf das Empire entwickeln und hier und da. Also es gibt echt viele unterschiedliche Spielweisen für die unterschiedlichen Nationen, was ich echt toll finde, aber es ist einfach kein Spiel, was ich mit jemandem anders spielen möchte, weil irgendwie die Hälfte der Zeit warte ich, dass er seinen Zug macht und es interessiert mich absolut null und ich kann es auch null einschätzen. Das heißt, ich spiele eigentlich immer nur darauf, wie viele Punkte ich als nächstes mache.
und ob ich mehr Punkte gemacht habe als in der Partie davor mit der gleichen Nation. Und das ist das Einzige, wofür ich das gut, wo ich das gut finde. Und ich habe es auch tatsächlich dann so gemacht. Ich habe einfach sehr, sehr oft die Kin hintereinander gespielt und habe dann halt geguckt, okay, ich möchte jetzt irgendwie wissen, wie man die spielt und möchte das irgendwie drauf haben und habe mich dann sukzessive verbessert. Aber was der andere gemacht hat und wie viele Punkte der gemacht hat, das war mir am Ende dann so egal. Ja, schade ein bisschen. Aber könnt ihr mal schauen, ob sowas was für euch wäre. Vor allen Dingen für die Solospieler unter euch ist das auf jeden Fall ganz groß. Das auf jeden Fall. Imperium Legends. Dann das letzte Spiel. Und das letzte Spiel ist ein sehr, sehr einfaches Spiel. Sehr, sehr simpel. Und zwar geht es um Dice Miner. Dice Miner, ein Spiel ja, für 1 bis 4 Spieler, dauert 20 bis 30 Minuten, ist ab 10 Jahre, steht auf der Packung. Ist wohl auch ein Kickstarter, der vor kurzem ausgeliefert wurde. Den habe ich selber auch nicht mitgemacht, den hatte ich verpasst. Ich konnte es mir dann aber glücklicherweise gebraucht von jemandem holen, dem das nicht so gefallen hat. Und ich finde es einfach ein sehr, sehr schöner Absacker, bei dem man eigentlich relativ wenig denken muss, bei dem man, ja, wo man sehr, sehr viel Glück, also wo sehr, sehr viel Glück im Spiel ist, meiner Meinung nach. Aber es sieht irgendwie schön aus auf dem Tisch. Man kann es einfach mal so nebenher spielen. Ist auch ein ganz witziges Prinzip irgendwie, mal was anderes. Und ja, was machen wir? Wir sind hier, wir wollen Würfel minen in einem Berg. Also wir haben so einen Berg, auf dem die Würfel alle draufstehen, in so einer Dreiecksform. Und dann können wir in unserem Zug immer uns immer einen Würfel nehmen, der gerade frei ist. Und je nachdem, was für ein Würfel das ist, können wir da unterschiedliche Sachen mitmachen oder kriegen da am Ende unterschiedlich viele Punkte für am Ende der Runde. Es gibt dann so Drachenwürfel, da kriegt man erstmal Minuspunkte für, aber wenn man dann irgendwie ein Schild dagegen hat, dann bekommt man, oder ein Schwert oder was, dann bekommt man multipliziert damit Pluspunkte. Es gibt Punkte, die Würfel, die einem einfach so Punkte geben. Es gibt Würfel, mit denen kann man andere Würfel, mit denen kann man dann 2 Würfel in seinem nächsten Zug ziehen. Man muss den Würfel dann aber an jemand anders weitergeben, der den dann neu würfeln muss. Es gibt so Zahlenwürfel, die, da möchte man immer eine Reihe von 1 bis voll kriegen, um dann dementsprechend Punkte zu bekommen. Jeder hat dann auch noch so eine Mini-Fähigkeit, die unterschiedlich ist bei jedem, die man zufällig zieht am Anfang. Ja, ist irgendwie ganz witzig, dauert halt 20 Minuten und ja, also da muss man den Ergebnissen auch nicht so viel, muss man nicht so ernst nehmen. Das ist dann schon sehr, sehr viel Glück dabei. Aber ich finde es auch irgendwie mal ganz schön, so ein Spiel in der Sammlung zu haben und ab und zu mal auf den Tisch zu bringen, was mal ja für das einfache Gemüt auch interessant ist, sag ich mal. Und da zähle ich mich selbst auch zu. Genau. Ja, das war's. Da sind wir schon wieder am Ende der Gespielt-Folge angelangt. Ich hoffe, das eine oder andere Spiel war für euch dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen hoch und lasst ein Abo da. Macht die Glocke auch an, dann verpasst ihr keins meiner anderen Videos. Ja, so unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Da freue ich mich sehr, sehr drüber. Und ja, es motiviert mich auch extremst, wenn ich merke, dass ich mit meinen Videos euch erreiche und auch weiter wachsen kann. Das ist natürlich immer auch noch ein Ziel, den Kanal weiter nach vorne zu bringen, größer werden zu lassen. Und ja, ansonsten, wenn ihr jetzt noch Zeit habt, schaut doch gerne noch eins meiner weiteren Videos. Ich habe hier 2 Vorschläge für euch. Einmal ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt, das passt perfekt für euch. Und hier unten habe ich noch das Video aus meiner letzten Gespielt-Folge. Vielleicht ist da ja das ein oder andere Spiel für euch dabei. Und ansonsten, ja, bleibt gesund, spielt ordentlich und dann sehen wir uns, ja, hoffentlich im nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao.